Mein Name ist Gabriele von Leffern. Ich bin in Hamburg geboren und habe auch immer hier gelebt. Ich bin pensionierte Lehrerin, war viele, viele Jahre, über 40 Jahre an einer Grundschule hier in Ottensen tätig. Jetzt arbeite ich teilweise da noch als ehrenamtlich oder mit einem Lehrauftrag. Ja, ich war verheiratet mit einem türkischen Mann und wir haben eine Tochter, die auch bilingual erzogen wurde. Sie ist jetzt selber Lehrerin und Übersetzerin. Als sie 3 Jahre alt wurde, haben wir zusammen mit vielen Freunden, in der Zwischenzeit sind es Freunde geworden, und Bekannten aus dem Stadtteil den ersten türkisch-deutschen Kindergarten Mottenkiste Kusa gegründet. Das war, ich glaube, 88. Dass es ganz wenig Kindergartenplätze in Ottensen gab, und dann hat sich in der Motte damals gab es eine Veranstaltung, zu der eben viele interessierte Familien kamen. Und dann hat sich da eine Initiative gebildet, die eben gesagt hat, wir stellen einen eigenen Kindergarten auf die Beine und das soll ein türkisch-deutscher Kindergarten werden mit einem Konzept für auch bilinguale Erziehung in dem Kindergarten, türkisch-deutsch. Und mein Mann hat gemeinsam mit einem deutschen Freund das Konzept dafür geschrieben, sozusagen für die türkische Seite und die deutsche pädagogische Seite insgesamt. Und dann haben wir eben als Initiative ganz viel Arbeit reingesteckt, Räume gesucht, gefunden, türkische Erzieher eingestellt, also türkischsprachige Erzieher eingestellt, deutschsprachige Erzieher eingestellt, und hatten dann, glaube ich, eine Gruppe von 36 Kindern, also zwei Gruppen, ja, die dann da gemeinsam groß geworden sind. Also, glaube, 89 wurde dann der Kindergarten eröffnet. Ich bin in Wandsbek groß geworden, in einem Wohngebiet mit Einzelhäusern und alles, also ziemlich, ja, wie soll ich das sagen? Ja, also sehr bürgerlich und hatte eben auch in der Schule oder so, wir hatten überhaupt gar keinen Kontakt und ich habe nur ganz wenig davon, also überhaupt davon mitbekommen. Das hat eigentlich erst begonnen, als ich dann angefangen habe zu studieren. Jedenfalls bin ich da wacher geworden politisch und da ging auch schon einiges, nach den 68ern ging ja auch einiges los an der Uni. Und in dem Zusammenhang und dadurch, dass ich eben dann im Referendariat auf St. Pauli landete in einer Schule, war ich mit einmal mit einer vollkommen anderen Welt konfrontiert als das, was ich von meinem Schulleben kannte und also von meinem Leben bisher daher, als in der Kindheit. Da saßen nämlich dann in den Klassen also 60, 70 Prozent mindestens Kinder mit, fast alle mit türkischem Migrationshintergrund. Und ich war wirklich, also geschockt ist nicht das richtige Wort, sondern ich war mit einer ganz anderen neuen Welt konfrontiert, die mich aber auch sehr, sehr angezogen hat.
Das war ein ganz schwieriges Unterrichten, weil, ne, so auch mit viel Besuchen auch, also weil halt auch viele soziale Probleme auftraten, viel Besuchen in den Familien. Also schon als Referendarin bin ich dann los und es war wirklich für mich eine neue Welt in Altbauwohnungen hoch. Die Treppe hoch und freundlich begrüßt mit Tee und ganz lange in ähnlichen Sofen, Wohnzimmern zu sitzen und mich mit Händen und Füßen zu unterhalten. Und das war eben dann auch, als ich an die Rote Straße kam, war es ganz ähnlich. Und das hat aber eben einfach auch so ein, also ja, es wurde für mich auch irgendwie nicht nur ein pädagogisches, sondern auch so ein Herzensangelegenheit irgendwie durch die Nähe, die ich eben auch gesucht habe und dadurch, dass ich auch angefangen habe, die Sprache zu lernen und mich darauf eingelassen habe, auch, sag ich jetzt mal, nicht privater, aber ja, näher Kontakt mit türkischen Familien zu haben, das wurde auch erleichtert, weil ich selber im Stadtteil wohnte. Also 85 bin ich eben auch nach Ottensen gezogen und ja, dadurch war eben auch schon, man begegnete sich eben auch auf der Straße oder hat bei dem gleichen Gemüseladen eingekauft und so weiter. Das ist zum Teil auch noch so geblieben. Und ich habe schon beobachtet, dass sich viele, viele Familien, auch wenn es teilweise lange gedauert hat, eine Integration sehr gut hinbekommen haben über die Generation. Ich bin in der Zwischenzeit sozusagen Großmutter von den Enkeln meiner Schüler, also meiner ehemaligen Schüler. Das ist eben schon wirklich witzig, wenn man sich dann begegnet. Ja, die ehemaligen Schüler haben schon lange Kinder und teilweise sogar Enkelkinder. Die Frage, was hat sich verbessert oder wo gibt es Fortschritte, wo gibt es Rückschritte, möchte ich nur einige Beispiele eben sagen. Fortschritt, denke ich, ist sehr stark darin zielt, dass doch also Menschen mit unterschiedlichstem Migrationshintergrund in Behörden und im Arbeitsbereich, wo auch immer, voll integriert sind und auch Beispiel geben für folgende Generationen und sich ja, etabliert haben. Und gleichzeitig eben gibt es ja auch Bereiche, wo das nicht gelungen ist und wo, aber das ist ein allgemeingesellschaftliches Phänomen, dass die Schere zwischen Arm und Reich und auch Bildungschancen für Kinder oder Schüler mit Migrationshintergrund eben doch noch sehr abhängig sind, auch von dem Status der Familie. Hat mir gerade erzählen lassen, dass Kindern, die in Billstedt zur Schule gehen oder in Horn, teilweise verboten wird, auf dem Schulhof Türkisch zu sprechen. Das sind eben einfach Sachen, die sind
unmöglich. Die Kinder haben zu einem Großteil eben auch wirklich gute Schulkarrieren gemacht, sind auf die weiterführenden Schulen gegangen und haben sowohl auf der Gesamtschule oder Stadtteilschule beziehungsweise auf Gymnasien Abitur gemacht. Also ich kriege immer noch Rückmeldungen, auch von, wenn man dann weiß, ja, ich habe das Abi geschafft und jetzt bin ich das und das und jetzt studiere ich das und das. Das geht natürlich nicht für alle und über alle weiß man auch nicht mehr Bescheid. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr geholfen hat, dass die Kinder irgendwie ein anderes Standing hatten, beziehungsweise auch, auch wenn man eben auch, dass das soziale Miteinander, Toleranz und eben Migration nicht als Belastung der Gesellschaft, sondern als Bereicherung zu sehen, das gilt eben auch für die in Anführungsstrichen deutschen Familien.